Mein Name ist Jean-Michel Hatt. Ich bin Zootierarzt hier im Zoo Zürich. Eigentlich wollte ich immer schon Tierarzt werden und die Zootiere, die exotischen Tiere, haben mich immer ganz besonders interessiert. Als Kind hatte ich von Streifenhörnchen zur Schildkröte, Vogelspinne, alles zu Hause. Daneben natürlich hatten wir immer auch Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen. Aber aus dem Traum, dann wirklich in diese Welt den Sprung machen zu können, das hat dann noch etwas Zeit gebraucht. Ich habe nach dem Gymnasium in Zürich Veterinärmedizin studiert und hatte das große Glück, dann direkt in mein Wunschgebiet, nämlich in die Zootiermedizin, einsteigen zu können. Und mittlerweile sind es nun schon 23 Jahre, dass ich auf diesem Gebiet arbeite. Zootiermedizin, ich sage ich immer, ist der schönste Beruf, aus dem Grund, weil er extrem abwechslungsreich ist und man hat mit ganz vielen verschiedenen Facetten zu tun, eigentlich nicht nur mit den Tieren, sondern auch mit Menschen, mit den Tierpflegern, mit den Kuratoren, aber auch die Zooleitung, ganz viele verschiedene Personen und Tiere spielen in diesem Gebäude Zoo mit und mit all denen hat indirekt auch der Zootierarzt zu tun. Aber mein Hauptfokus sind schon die Tiere und da ist halt besonders spannend die Artenvielfalt. Hier in Zoo Zürich haben wir mehrere hundert verschiedene Arten von Tieren. Pro Jahr behandle ich rund 400 verschiedene Tierarten und das ist das, was diesen Beruf so spannend macht. Das geht also von den Fischen, ja, teilweise sogar auch Insekten, zu den Vögeln, Reptilien, dann die Amphibien natürlich auch und am Schluss eben auch die Säuger. Und das Gebiet erstreckt sich von ganz kleinen Tieren, von den Mäusen beispielsweise, bis hin zu den Elefanten, die mehrere Tonnen schwer sind. Als Zootierarzt muss man nicht nur eine große Artenvielfalt untersuchen und behandeln können. Als Zootierarzt muss man auch viel von Biologie verstehen, wie ist das Verhalten dieser Tiere, was ist normal. Wenn eine Vogelspinne plötzlich auf dem Rücken liegt, hängt das vielleicht damit zusammen, dass sie sich häutet und sie ist gar nicht krank. Hingegen, wenn ein Fisch auf dem Rücken liegt, dann weiß jedes Kind, dass das Tier wahrscheinlich tot ist oder schwer krank ist zumindest. Aber diese Dinge muss man kennenlernen und es braucht viele Jahre, bis man etwas Erfahrung hat auf diesem Gebiet. Ich habe speziell jetzt in meiner Funktion ein großes Glück, dass ich eben nicht nur im Zoo Zürich tätig bin, sondern auch an der Universität Zürich und dort auch entsprechend Lehre betreiben kann, also Studenten ausbilden kann, dann aber auch Forschung machen kann, also beispielsweise im Bereich der Ernährung von Zootieren auch hier forschen kann. Und das macht dieses Gebiet noch spannender. Insbesondere die Ausbildung ist etwas, das faszinierend ist, wenn man jungen angehenden Tierärztinnen und Tierärzten sie begleiten kann in ihrer Karriere. Ich bin ja auch nicht alleine hier im Zoo tätig, sondern zusammen mit Kolleginnen und Kollegen betreuen wir den Zoo. Das ist ganz wichtig, dass man sich auch austauschen kann, dass man Fälle diskutieren kann und nicht nur aus einer Warte einen Fall ansieht. Die landläufige Meinung der Arbeit des Zootierarztes ist es, Löwen zu narkotisieren und spektakuläre Eingriffe zu machen bei Riesenschlangen. In der Realität sieht das natürlich etwas weniger spektakulär aus. Wenn ein Tier krank ist, dann ist ganz klar, dass wir das behandeln. Aber der Hauptfokus meiner Arbeit ist die Prophylaxe. Also eigentlich ist mein Ziel, mein Hauptziel, dafür zu sorgen, dass die Tiere nicht krank werden. Dazu trägt natürlich eine gute Ernährung bei und als Zootierarzt ist man auch immer mit involviert in der Entwicklung von neuen Fütterungen. Auf der anderen Seite ist aber auch die Prophylaxe im Sinne von Impfungen, Entwurmungen ganz wichtig. Wenn ein Tier bei uns stirbt, wird es untersucht und je nachdem leiten wir daraus auch Behandlungen ab dann für den Rest der Gruppe, damit sie nicht auch an dieser Erkrankung sterben.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Fortpflanzungskontrolle. Heute züchten Zoos so gut, dass sie auch teilweise Pausen einlegen müssen bei den Tieren. Das wird uns zum Teil auch vorgeschrieben, denn die meisten Tiere im Zoo Zürich sind in sogenannten Erhaltungsprogrammen, europäischen Erhaltungsprogrammen. Und da will man das Genmaterial, also dass die Tiere möglichst wild bleiben, das will man erhalten. Und um dies zu erhalten, ist es wichtig, dass die Tiere möglichst unterschiedlicher Provenienz miteinander sich fortpflanzen. Das heißt, es ist nicht immer der gleiche Tiger, der Vater der aller Tiere im Zoo ist, sondern dass da möglichst viele Männchen beispielsweise sich fortpflanzen und auch verschiedene Weibchen. Und das führt dazu, dass wir Tiere austauschen. Das heißt, wir geben Tiere immer wieder von einem Zoo in einen anderen Zoo, damit sie sich eben mit verschiedenen Tieren fortpflanzen können. Und für diese Austausche müssen die Tiere natürlich gesund sein und das müssen wir kontrollieren. Und das ist die Arbeit dann vom Zootierarzt, eben diese Kontrollen durchzuführen, so dass wir sicher sind, dass die Tiere, die wir weggehen, dass die gesund sind. Auf der anderen Seite, Tiere, die zu uns in den Zoo Zürich kommen, gehen in eine Quarantäne und werden auch hier untersucht. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Arbeit, denn wir wollen die Tiere bei uns im Zoo ja schützen, damit keine Krankheiten eingeschleppt werden. Und dafür machen wir diese Kontrollen. Dann werden Tiere aber auch eben geimpft und jährlich entwurmt, damit sich allfällige Erkrankungen im Bestand nicht ausbreiten.